Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial, diesmal die DIN-Regeln, die in einer Adresse auftauchen. Bei Adressen gibt es ebenfalls DIN-Regeln zu beachten, nicht nur die Aufteilung der Adresse, also die Abfolge, was jetzt der Reihe nach kommt, sondern auch die Ziffern und Zahlen, die hier geschrieben werden bei zum Beispiel Hausnummern. Hier geht's mal los mit einem Firmennamen, Hausmann und Sohn, und hier ist das Und durch ein Symbol ersetzt, dieses Und-Zeichen. Allerdings darf man dieses Symbol nicht in einem normalen Text verwenden, sondern praktisch nur in Zusammenhang mit Firmennamen. Das nächste, was wir hier beachten müssen, ist die Hausnummer. Wenn das mehrere Hausnummern sind, also 15 bis 16, dann haben wir hier einen Mittelstrich und der ist abgetrennt durch ein Leerzeichen davor und ein Leerzeichen danach. Und die Postleitzahl, die ist immer fünfstellig zu schreiben. Bei der nächsten Adresse haben wir hier einen Zusatz. Bei der Hausnummer, also 15b, hier auch wieder drauf achten, an der Stelle muss ein Leerzeichen sein. Falls wir eine Wohnungsangabe haben, das macht man hier bei der Straße, bei der Hausnummer, hier macht man ein Leerzeichen, dann kommen zwei Schrägstriche, dann wieder ein Leerzeichen und dann großes W, Leerzeichen 2, praktisch für die Wohnung 2 im Wittelsbacher Ring 15. Statt der Wohnung kann man aber auch sagen, eine Stocksangabe, also zwei Schrägstriche, Leerzeichen und dann dritter Stock. Früher waren die Angaben in römische Ziffern gesetzt, nach der neuen DIN kann man jetzt dritter Stock ausschreiben. Bei der nächsten Adresse, da sehen wir hier statt der Straße ein Postfach. Das ist immer in zwei Stellen gegliedert. Ich scroll mal runter. Also hier haben wir hinten die Zweierstelle, vorne die Einerstelle. Wenn es dann eine vierstellige Postfachnummer ist, dann haben wir eben hier die Zweierstellen. Also von hinten rein immer in Zweiergruppen. Und bei fünf Stellen, man kann hier Postfach auch abkürzen, bei fünf Stellen hier praktisch hinten Zweierstelle und Zweierstelle und einer Stelle.